Put your hands into the water. Let your mouth go sick and dry. Put your life into your own information. Boom, was geht ab, Leute? Willkommen bei mir auf dem Kanal zurück. Jo, heute geht's um Slipknot. The End So Far. Ich habe mir mal ein Bundle geholt, und zwar T-Shirt-Bundle bei EMP. Das Ganze hat, glaube ich, 38 Euro gekostet. Das ist schon eine Menge Geld für ein T-Shirt und ein Album. Und ja, so schaut's aus. 12 Tracks haben wir, sind natürlich auch einige dabei bei Slipknot, also das muss ich natürlich dann auch am Ende des Tages rechnen. Aber ich muss noch mit dazu sagen, die Tracks haben teilweise eine Liederspanne, sag ich mal, von 3 bis 6 Minuten. Und von daher ist das auch wieder okay, weil die meisten Alben mittlerweile, die haben zwar vielleicht 14 Tracks, aber jeder Track geht dann vielleicht 2 Minuten oder so. Und ja, das ist dann halt auch jetzt nicht Sinn und Zweck der Sache, ne? Sag ich mal ganz hart. Ich feiere Slipknot auch sehr, muss ich sagen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so in die Musikbranche so reingeht, wie das, was ich sonst immer höre, aber mit Duality und die ganzen Sachen da von früher, die Mucke, mit der bin ich auch aufgewachsen, genauso wie mit Exia, Star Playing God und sowas, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr könnt das mal mit reinschreiben, würde mich mal interessieren, wie ihr da so drauf seid. So, dann Booklet ist mega dick heute, ihr seht, richtig dick. Ja, deswegen geht es auch wieder sehr bescheiden raus. Aber ich sehe gerade, hier haben wir wieder die Lyrics dazu, zu den Tracks. Das finde ich natürlich sehr gut. Ein paar Bilder, halt, sag ich mal, in Slipknot-Optik. Hier sind sie alle noch mal drauf. Also ihr seht, wie gesagt, da müssen auch einige davon bezahlt werden, natürlich von den Album. Geht natürlich nicht an einen nur. Und ja, sehr cool. Finde ich sehr, sehr geil gemacht. Dann hier die Sachen an sich nochmal mit Liedtext, auch cool und so weiter und so fort. Auch irgendwo eine Kunstform natürlich. Hier haben wir dann nochmal alles mit dazugehört und so weiter und so fort. So sieht es von hinten aus. Und ja, sehr cool, mein dickes Booklet zu sehen. Gefällt mir auch sehr. Wirklich sehr, sehr dick. Also das ist mir gar nicht mehr gewinnt mittlerweile, leider. Und genau, dann haben wir, wie gesagt, noch ein T-Shirt dazu. Ich habe es in Größe L bestellt. Ihr seht, der End So Far, Größe L. Schwarz. 100% Baumwolle, auf jeden Fall schon mal. Und jo, gucken wir mal. Ich bin leider gar nicht salonfähig, also noch Brille auf, Haar nicht gemacht. Also ich sehe heute noch eine Menge durch den Wind aus, aber es fühlt sich schon mal richtig okay, ja, man muss auch sagen, es fühlt sich gleich komplett hochwertig an, also das muss man wirklich sagen. Von Gildan ist das T-Shirt, hinten drauf haben wir der End So Far, so sieht das Ganze aus. Dann haben wir hier nochmal Slipknot natürlich, und ja, ich werde mir das mal kurz anziehen und dann sehen wir mal, wie es dann aussieht. So sieht's aus. Also das Weiße gehört jetzt nicht mit dazu. Das ist dann das T-Shirt direkt nochmal, was ich drunter habe. Und ja, sieht geil aus, fühlt sich auch geil an. Ich weiß auch nicht, den Stoff, den Druck, den führt man oben drüber. Ich weiß nicht, wie lange das halt hält. Ne? Also wie gesagt, immer umdrehen und dann waschen. Nicht so waschen, wie es jetzt ist. Und ja, aber ich finde es an sich sehr geil. Fühlt sich auch schön an, schön elastisch auf jeden Fall. Das ist das, was ich sehr feiere immer, wenn die T-Shirts nicht so starr sind. Und wie gesagt, es fühlt sich auch richtig weich an. Ne? Also man muss sagen, es ist richtig geil so vom Gefühl. Jo, und deswegen war es heute ein sehr relativ, wirklich sehr, sehr kurzes Video, weil es halt nun mal nicht mehr dazu zu einem Bundle. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr in Zukunft auch mehr von solchen Musikrichtungen gern Videos sehen würde. Lasst mir gerne ein Abo da, dass wir die 700 noch schaffen diesen Monat, das wäre cool. Viel fehlt noch mal, fehlt bloß noch 12 Abos, und von daher haut rein, meine Lieben. Habt noch ein schönes Wochenende, ein verlängertes Wochenende, und haut rein, bis später. Peace!